Hallo zusammen zu unserem spirituellen Heute-Journal. Und an meiner Seite haben wir heute wieder mal einen Schweizer, den Andreas Messerli. Thema unseres heutigen Gesprächs, und zwar Transmedialität in der neuen Zeit. Wow, das hört sich zumindest sehr ziemlich spannend an. Hallo Andreas, hallo Zuseher. Hallo Nepomuk, hallo Zuseher. Schön, dass ich bei dir sei dann kann, lieber Nepomuk, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wie gesagt, in meinem Format gibt es ja immer wieder neue Perspektiven auf diese erweiterte Realität, jenseits des Greifbaren. Und wenn man ein bisschen in deiner Biografie lehnt, dann sagt man, der ist ein bisschen ähnlich aufgewachsen. In der Schweiz, auch auf dem Bauernhof, wie ein Arzt und so weiter, Medizin. Hat der aber dann irgendwie anders verschlagen. Und zum Schluss hast du doch noch die Kurve bekommen. Aber jetzt nicht mehr, sage ich mal, jetzt schneidest du nicht mehr mit dem Skalpell, sondern eher mit dem Geist, oder? Ja, das kann man wirklich so sagen. Es war eigentlich auch mal als kleiner Bube wirklich so der Traum, Chirurge zu werden. Das hat mich immer fasziniert, der menschliche Körper. Aber nach der Schule wollte ich dann eigentlich nicht mehr weiter die Schulbank drücken. Ich wollte auch mit meinen Händen arbeiten. Aber in dem Bereich Life Science begonnen und habe eine Lehre gemacht zum Biologielaboranten. Also die Medizin war schon wichtig da auch in meinem Leben. Okay. Die Biologie hat dich praktisch nie verlassen. Und du hast ja, wenn ich deine Seite ansehe, das sind ja viele, viele Ausbildungen, die du gemacht hast. Und jetzt bist du praktisch in der Trance angekommen. Ich habe gesehen, 2019 hast du noch eine Ausbildung gemacht. Rückführung in die Zwischenleben nach Michael Newton. Das kenne ich, habe ich selber schon zweimal gemacht. Die Dr. Dorothea Fucker der Frankfurt macht das auch, diese Seelenreisen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, das finde ich auch. Ich hatte zuerst eine Hypnoseausbildung gemacht und Rückführung war noch nicht so in meinem Feld. Es war noch nicht aktuell. Und dann mit der ganzen Trance-Geschichte, die kam, war dann eben auch immer wieder das Thema von den Geistführern und von den Seelenreisen. Und dann habe ich 2019 noch die Ausbildung nach Michael Newton gemacht für Rückführungen in vergangene Leben und natürlich eben eine Rückführung in das Zwischenleben, Life Between Life Regressions. Das ist natürlich hochspannend, wenn man als Seele erfahren kann, was tue ich eigentlich, wenn ich gerade keinen Körper habe? Was geschieht da? Wo bin ich da und wie setze ich dann mich wieder mit der Inkarnation auseinander und wähle mein nächstes Leben? Wir sind ja jetzt schon im Bereich des Jenseits der Schulmedizin liegt. Zumindest ein großer Teil der westlichen Schulmedizin sagt, okay, euer esoterisches Gelaber interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, denn wir wissen, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Wie bist du auf den Weg gekommen, das anders zu sehen? Und wie sind deine, sage ich mal, Erkenntnisse der Beweise, dass man sagt, nee, das stimmt so nicht, es gibt der Geist unabhängig von Körper? Also für mich hat das begonnen, da war ich vielleicht so 13, 14 Jahre alt, wo ich mir auch gefragt habe, was geschieht eigentlich, wenn ich keinen Körper habe? Also wenn ich sterbe, wenn ich tot bin, was ist dann? Das war so die erste Frage, die mich auch auf diesen Weg gebracht hat. Und für mich war eigentlich klar in meinem jugendlichen oder noch fast kindlichen Verständnis, dass es keinen Sinn gibt, wenn man einfach nur die Biologie hat, nur einen Körper. Man ist hier, man hat seine körperlichen Bedürfnisse, man hat seine emotionalen Bedürfnisse, seine geistigen Bedürfnisse und dann ist irgendwie fertig. Das macht für mich einfach keine Logik. Und so war für mich klar, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod. Und ich bin dann sehr früh mit den östlichen Lehren, also mit dem Buddhismus und mit dem Hinduismus in Kontakt gekommen und habe da gelernt über die Reinkarnationstheorie, über dass die Seele sich von Leben zu Leben um Stufe, um Erfahrungen weiterentwickelt. Und das war für mich dann, ja genau, das ist es, das macht für mich Sinn, das hat eine Logik. Wenn man aufhört, in einer begrenzten Zeitspanne von einem Menschenleben von 80 oder 100 Jahren zu denken, sondern wenn man beginnt, über Jahrhunderte oder Jahrtausende zu denken. Oder noch länger, gell? Oder noch länger, klar, ja. Aber wir sind jetzt in diesem Leben, wir sind jetzt gerade in einer Epoche, in dem der Mensch wieder einen Wandel erfährt, also der Mensch an sich in seinem, sage ich mal, biologischen System. Ich bin der festen Überzeugung, wir machen gerade eine
ja, eine Evolutionsstufe durch, dass der neue Mensch zwar noch ausschaut wie der alte, in Anführungsstrichen von Optik, aber innerlich wird sich einiges tun. Diese neuen Kinder der neuen Zeit, die Menschen, die eben spiritueller werden und auch diese, was im Außen gerade, sage ich mal, so passiert, es rumpelt so an allen Ecken und Enden. Welche Menschen kommen denn zu dir? Sind es die Menschen, die meinen Kanal verfolgen, so ab 35, die so leicht sagen, okay, gibt es da noch mehr im Leben oder kommen auch Kinder, die Krisen haben? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Jetzt bei mir, ich bilde ja auch Medialität und diese Trance-Form, die ich unterrichte, bilde ich auch aus. Und das sind so die Jüngsten, sind so Ende 20, Anfang 30. Mhm. Und zu mir in die Praxis, wenn ich therapeutisch arbeite als Hypnosetherapeut oder auch mit Medialität, da habe ich auch immer wieder Anfragen, dann aber eher von den Müttern, dass ich mal mit ihren Kindern arbeite. Da muss ich aber wirklich dann auch zugeben, ich bin nicht spezialisiert auf Kinderarbeit, ich habe da nicht das nötige Werkzeug. Ich kann mir das hellsichtig ansehen und kann vielleicht ein bisschen helfen, aber meistens tue ich dann auch innerhalb von meinem Netzwerk Empfehlungen aussprechen und schicke diese Kinder, diese Menschen woanders hin. Okay, dann kommen wir zu dem Hauptklientel, wahrscheinlich Frauen, die vielleicht ein bisschen, sage ich mal, Frauen sind ein bisschen offener für diese Themenfelder. Sind die Menschen schon überzeugt, wenn sie zu dir kommen, dass sie hier in andere Leben, frühere Leben zurückgeführt werden, wenn zum Beispiel in Trance, oder musst du die erst bekehren? Zum Thema Frauenquote, Männerquote möchte ich auch noch gleich etwas sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Mann bin, aber ich ziehe relativ viele Männer an. Okay. Also, die auch bei mir in die Ausbildung kommen oder die zu mir in Einzelsitzungen kommen. Bei den Einzelsitzungen ist es fast 50-50 und in der Ausbildung habe ich so 30% habe ich sicher, wo Männer sind. Mir ist wirklich dann auch so, ich muss niemanden bekehren. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe Klienten, Kunden, Interessierte, die schon die Bücher von Michael Newton gelesen haben oder die kommen manchmal schon mit einer Idee, mit so Backflashes, die sie haben an frühere Leben und wollen da dann einfach mehr wissen. Oder natürlich, vieles läuft auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie haben gehört, dass ich das tue und irgendjemand hat ihnen erzählt, dass das ihnen wahnsinnig viel geholfen hat, die Dinge zu verstehen, zu analysieren und dann finden sie so den Weg zu mir. Ganz genau, jetzt sind wir schon auf der richtigen Spur, weil wir wollen ja hier dieses Gespräch nicht als, ohne Inhalt führen in dem Sinne, sondern zu sagen, für was ist diese Trance-Geschichte gut, auch bis hin zur Trance-Heilung. Du magst ja auch inspiriertes Schreiben, mediale Beratungen und auch natürlich in diese Rückführung nach Michael Newton. Für was ist das gut? Was können die Menschen dort erleben, was ich, sage ich mal, vielleicht bei einem anderen Berater, bei einem, sage ich mal, tiefen Psychologen oder klinischen Psychologen oder klassischen Psychologen nicht lernen können oder erfahren können? Das ist eine wunderbare Frage, da werde ich gerne ein bisschen ausholen, und zwar schon beim Begriff der Trance, weil dieser Begriff auch unterschiedlich besetzt wird von unterschiedlichen Therapieformen. Ganz genau. Wenn man es medizinisch einfach mal betrachtet, dann bedeutet der Begriff Trance nichts anderes als ein veränderter körperlicher und mentaler Zustand. Also das Gehirn geht in den sogenannten Theta-Zustand, wo die Gehirnfrequenz zwischen 4 und 8 Hertz pulsiert. Und hier jetzt, wenn wir wach sind, dann sind wir im Beta-Zustand, da sind wir bei 14, 15, 16 Hertz in der Gehirnfrequenz. Das ist also, dieser Zustand ist 1:1 vergleichbar, ob ich jetzt eine Trance mache mit Hypnose, eine Rückführung ins Zwischenleben, ob ich die Trance mache, um selber zu channeln, ob ein Schamane eine Trance macht, das ist der Zustand, ist immer derselbe. Das Phänomen oder die Intention, diesen Zustand zu benutzen, ist dann unterschiedlich. Jetzt zuerst vielleicht bleiben wir beim Zwischenleben. Das heißt praktisch, in diesem Wachbewusstsein habe ich keinen Zugriff auf das Unterbewusstsein und geschweige denn auf das kollektive Unterbewusstsein. Und hier kann ich auch bestimmte abgespeicherte Erinnerungen, an die kann ich nicht zugreifen beim Wachbewusstsein. Das ist richtig, ja. Das kann man durchaus so sehen. Dann hat es noch einen weiteren Effekt, und zwar, wenn wir eben im Wachbewusstsein sind, ist der präfrontale Kortex des Gehirns hier sehr, sehr aktiv und der bestimmt die Wahrnehmung von meiner Realität.
Also da sind zum Beispiel die Naturgesetze darin gespeichert, wo dann heißt, du kannst nicht fliegen. Wenn du etwas fallen lässt, dann fällst du zu Boden. Und im Theta-Zustand, in dieser Schwingung von 4 bis 8 Hertz, ist dieser präfrontale Kortex sehr, sehr vermindert bis fast ausgeschaltet. Deshalb sind im Traum, in der Nacht, wenn die Menschen träumen, auch Dinge möglich, die im Wachbewusstsein nicht passieren können, wie eben fliegen oder unter Wasser atmen und solche Dinge. Mhm. Und das wollen wir erreichen, dass dieser Kritiker eigentlich, der meine Realität immer wieder bestimmt, ausgeschalten ist, und so habe ich dann Zugang zum Kollektivbewusstsein, zu meinem Unterbewusstsein, aber auch zu meinem Seelenbewusstsein und zum Überbewusstsein. Wenn wir in frühere Leben gehen oder wenn wir ins Zwischenleben gehen, gehen wir eigentlich ins Überbewusstsein, ins seelische Bewusstsein. Das ist das, was geschieht. In diesem Überbewusstsein und diesem, ja, sind ja alle Leben abgespeichert. Da gibt es einen ganz anderen Blick auf unser Sein, als wir aus diesem aktuellen Leben heraus. Ist das der Zugang für Menschen für Heilung oder um ein bisschen was zu erkennen, sagt, okay, ich schleppe hier schon bestimmte Themenfelder mehrere Leben lang mit und jetzt kann ich das endlich einmal anders angehen und neue Lösungen finden? Das ist durchaus der Fall, dass hier der Blickwinkel einfach von der Beschränktheit auf ein Leben geöffnet werden kann auf mehrere Leben. Und so kann ein Muster oder eine Blockade, die ein Mensch mit sich trägt, über mehrere Leben angeschaut werden und es entsteht, ich nenne das so einen roten Faden, eben die Geschichte von diesem Muster, wo ist es ursprünglich entstanden und wie wurde es in anderen Leben gelebt und was hat es jetzt in diesem Leben mit mir zu tun? Also das ist, der erste Teil ist immer Erkenntnis, also Ursachenforschung, und daraus kommt dann die Erkenntnis und damit ist schon viel von der Heilung eigentlich erreicht. Wenn man die Dinge versteht, lösen sich diese Muster und Blockaden schon in die Weichheit auf. Sie sind noch nicht weg, aber sie werden weicher. Und in einem zweiten Schritt, also in derselben Sitzung natürlich, können, weil dieser Teil des Gehirns ausgeschaltet ist, alternative Handlungsmöglichkeiten entstehen, angeschaut werden. Mit Hilfe der geistigen Welt, also mit Hilfe Zukunftsblick. Des Geistführers, der hier dann die Seele des Klienten an die Hand nimmt und ihm erklären kann, wie er dieses Muster jetzt umgehen und lösen kann, alternative Handlungswege sich in seinem Leben etablieren kann. Und das ist natürlich sehr etwas Individuelles, das kann man nicht so generell sagen, dass das bei allen immer dieselben Lösungen sind, sondern das muss individuell erarbeitet werden. Na klar, es kommen ja nicht alle mit den gleichen Themen zu dir wahrscheinlich. Oder gibt es denn ein Hauptthema, das die Menschen zurzeit beschäftigt? Gibt es irgendein Kollektivthema, das immer wieder auftaucht? Ja, was momentan sehr stark immer wieder auftaucht, ist eigentlich das Thema Polarität von Männlichkeit und Weiblichkeit. Das habe ich sehr oft. Das neue Finden von Männlichkeit und das neue Finden von Weiblichkeit, wie es ursprünglich eigentlich war, bevor die ganze soziale Konditionierung beginnt in der Kindheit. Und das ist ja auch abhängig, wenn du dir das Frauenbild anschaust vor 100 Jahren und heute, das hat sich ja geändert, oder welche Rechte die Frau hat. Also diese Polaritäten sind in einem ständigen Wandel. Und jetzt auch in der aktuellen Zeit, in der neuen Zeit, beobachte ich, dass das extrem wichtig wird, also oder schon ist. Diese Pole wollen in uns gespürt und erfahren werden. Und diese Frage, was ist männlich, was ist weiblich, will hier wirklich zum Vorschein kommen. Und das ist ein Thema, das viele, viele Menschen momentan umtreibt oder zu mir in die Praxis auch treibt. Aha, das ist spannend. Das heißt, von außen her ist diese Mann-Frau-Bild so aufgeweicht, dass man eigentlich kein Leitbild mehr hat, wo man folgen kann. Das finde ich eben auch. Das ist von meiner Betrachtungsweise her nicht unbedingt förderlich, wenn man die Geschlechter so vermischt und die Männer wollen wie Frauen sein, die Frauen wollen wie Männer sein. Denn es gibt diese archetypischen Energien, die sind im Kosmos eingewoben. Alle Kulturen sprechen davon. Ja? Also wir im Christentum haben Adam und Eva. Im Hinduismus ist es Shiva und Shakti, das männliche und das weibliche Prinzip. In der chinesischen taoistischen Lehre ist es das Yin und das Yang-Prinzip. Also diese Polarität ist da und die lässt sich nicht wegdiskutieren, die lässt sich nicht gleich machen, sondern die will erkannt und gelebt werden. Und an dieser Polarität
Das gibt Polarität, gibt ja ein Spannungsfeld, das die Entwicklung vorantreiben kann. Na, wo Polarität ist, da ist Spannung. Spannung, wenn du das von der Elektrizität her, da fließt dann Strom, da hast du eine Frequenz und dann geht es vorwärts. Wir haben ja mittlerweile ein drittes Geschlecht, glaube ich, sogar in den Pässen eingetragen wird. Wie gehst du mit dem um? Der ist ja sowohl als auch. Ne? Das ist auch eine spannende Frage. Und da habe ich natürlich meine geistige Führung schon auch darum gebeten, mir hier Informationen zu geben, wie sich es damit genau auf sich hält. Mhm. Und ich. Das ist ja scheinbar ein neuer Trend irgendwie, oder? Vielleicht ist es die Zukunft, dass man tatsächlich hier drei Geschlechter hat. Also, ich sage jetzt mal, das ist ganz komisch. Also das ist komisch. Wir hatten eine Sitzung mit der Christina Nemeth, wo eben verschiedene Intelligenzen hier durch sie gesprochen haben in Trance. Eine andere Zivilisation, die sagt, auf anderen Planeten, da gibt es nicht nur Mann, Frau, also diese zwei verschiedenen Energien, sondern da brauchst du 4, 5, 6 verschiedene Energien, sage ich mal, um dich fortzupflanzen. Vielleicht sind wir auch hier auf dem Weg dahin. Das weiß ich nicht. Ich kann nur jetzt hier für die Erde sprechen, wie ich es wahrnehme und was die geistige Führung von mir über den Zustand hier auf der Erde mir erzählt hat. Also da scheint es schon so bleiben, wie es ist, oder? Also zumindest hauptsächlich. Die Geschlechter sind ja auch genetisch angelegt. Also das würde ja auch bedeuten, ein wirklich krasser Evolutionssprung, wo sich auch die ganze Genetik und die ganze Erbsubstanz des Menschen verändern müsste. Die Chromosomen müssten sich ändern. Es müssten mehrere Chromosomen geben, nicht nur X und Y. Aber sind die Sprünge in der Evolution sind ja nichts Neues. Die gibt's ja sind, immer wieder. Sind nichts Neues, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber das ist Spekulation, da weiß ich nichts drüber. Okay, aber gehen wir nochmal zurück zu deinem Klientel. Also wie lange dauert es bei dir, so eine Sitzung, oder wie oft kommt der zu dir oder kommt sie zu dir? Für die Rückführungen und für das Zwischenleben. Mhm. Das sind 2 Sitzungen, das geht nicht in einer. Man macht zuerst die Rückführung in vergangene Leben, schaut da 2, 3 bis 4 vergangene Leben an. Das dauert zwischen 2 und 3,5 Stunden. Also 3,5 Stunden ist schon sehr, sehr lange. In der Regel sind es 2,5 bis 3 Stunden. Dass man den roten Faden gefunden hat und dann kann man in die Zukunft schauen. Und wie bist du denn zu diesem Thema Geistführer gekommen? War das in deiner Ausbildung ein Thema Geistführer oder wurdest du von einem angesprochen oder während deiner Ausbildung selber plötzlich sagen, oh, da steht ein mein Geistführer, jetzt kann ich mit dem plötzlich kommunizieren? Was ist ein Geistführer? Was hat der für Aufgaben? Weil das Begriff wird immer wieder verwendet, aber ich glaube, keiner weiß genau, was es ist. Okay. Ich bin damit auch während meinen medialen Ausbildungen konfrontiert worden, in Kontakt gekommen, habe darüber gelernt. Ich fand das ein extrem spannendes Thema und habe mich da auch dann vertieft damit auseinandergesetzt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mein Hauptgeistführer, der hauptsächlich mit mir arbeitet, der ist in einer tiefen Trance, ist er zu mir gekommen, wirklich zu mir gestapft, hat mir seinen Namen gesagt, hat gesagt, woher er kommt, hat gesagt, wozu er da ist, ging wieder und dann war aber wieder Ruhe, dann war weg. Und dann, für Monate war der wieder weg, also so richtig fühlbar. Und heute ist er für mich so fühlbar wie immer ein bisschen da. Und jetzt zu deinen Fragen, was ist ein Geistführer? Also mal jeder Mensch, der inkarniert ist mit deiner Seele, der hat hier auch einen Geistführer, sogar mehrere Geistführer. Der Hauptgeistführer, der ist zuständig für deine seelische Evolution, für deine seelische Entwicklung. Der unterstützt dich dabei, eben deine Muster, dein Karma, deine Blockaden zu erkennen und aufzulösen und als Seele zu wachsen, damit deine Seelenqualität, dieser individuelle Teil, die jede Seele auch ausmacht, gelebt werden kann. Das ist eine Transformation von weniger Ego, weniger Bedürftigkeit zu mehr Seele, zu mehr freier Wille. Weniger ist sozusagen ein spiritueller Guide, der mir immer wieder bestimmte Situationen, sage ich jetzt mal hinten, verlinkt, vernetzt, um hier aus diesen Situationen zu lernen. Das erlebe ich genauso, ist wirklich ein spiritueller Führer. Das heißt ja Spiritual Guide, wie du gesagt hast, ist ein Führer, der mir hier zur Seite steht. Genau. Mhm. Hat der irgendwas mit dem Thema Engel zu tun, ist, oder ist es nur ein anderer Ausdruck dafür?
Also, Schutzengel. jawohl, da gibt es verschiedene Konzepte. Auch unterschiedliche mediale Lehrer benutzen unterschiedliche Konzepte. Die sind alle gut, die sind alle gleichwertig. Es gibt hier kein richtiges und kein falsches Konzept, sondern das Ganze ist metaphysisch, ist feinstofflich und man muss das in eine zweidimensionale Sprache, in ein zweidimensionales Konzept bringen. Für mich ist ein Schutzengel oder ein Engel nicht dasselbe wie ein Geistführer. Also ich mache das wie abhängig von der Frequenz, von der Schwingung her, wie ich diese Wesen wahrnehme. Und das sind die Geistführer, sind ein, zwei Stufen unterhalb der Engel. Die Engel sind noch viel feiner von der Schwingung her. Und die Geistführer sind sehr oft Wesenheiten, die körperliche Erfahrungen, also Inkarnationen gemacht haben, aber mit dem Inkarnationsprozess fertig oder fast fertig sind und so Betreuungsaufgaben für andere Seelen übernehmen. Okay, also das heißt, das ganze evolutionäre Spiel scheint im Dienst der anderen zu sein. Ja. Und je mehr, dass du aufsteigst oder je mehr, dass du deine Inkarnationsprozesse hinter dir hast, desto mehr gibst du und weniger nimmst du. Das heißt, bis zum Schluss sagst du, okay, ich gebe mehr, als ich bekomme. Das ist genauso. Also ich gehe hier so weit und sage, jede Seele hat eigentlich eine Urentscheidung, ein Urteil zu fällen. Dienst am Selbst, also meine Bedürfnisse kommen zuerst, oder Dienst am Ganzen. Also ich stelle mich zur Verfügung für die anderen. Und da gibt es natürlich, das ist nie 100%, also noch bei den meisten nicht 100%, sondern es ist immer, okay, 20% schaue ich noch nur für mich und 80% für die anderen oder umgekehrt. Und das ist eben die Evolution, dass immer mehr vom Dienst am anderen, Dienst am Ganzen wird und weniger meine Bedürftigkeit und meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Und wenn man da Vielleicht weiter. auch die. Vielleicht ist es auch deswegen, weil wenn man im Dienst der anderen steht, werden meine Bedürfnisse automatisch mitgedeckt, ohne dass ich auf die achten muss. Mein lieber Nepomuk, das ist jetzt schon hohe Spiritualität, genau, das ist nämlich so. Aber das muss man zuerst mal erkennen. Und wenn man noch tief im Sumpf der Inkarnation drinsteckt, erkennt man das eben nicht. Ich muss nur mal ansprechen. Wir haben ja auch hier Zuseher, die sind ja teilweise ziemlich vorgebildet. Und verfolgen natürlich auch diese ganzen Themen sehr intensiv. Es gibt ja immer wieder ja, Transmedien wie Jane Roberts, die hier Gespräche mit Seth hier oder mehrere Bücher hier gechannelt hat, wo eben versuchen, diese ja, Seelen, die einen Inkarnationszyklus hinter sich haben, aus der nächsten oder übernächsten Perspektive oder ja, sagen wir mal, aus der nächsten Ebene ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf unser Leben zu werfen. Aber allein, wenn man diese Bücher liest und jemand wird mit diesen Büchern beginnen, wird es ziemlich komplex, denn die sagen, okay, erst einmal alle vergangenen Leben, alle zukünftigen Leben, alle Traumleben oder ansonsten Leben, dieses Multidimensionale, das alles hier gleichzeitig stattfindet und alles Rückwirkungen und Auswirkungen auf die anderen Leben haben, da steigen natürlich die meisten aus und sagen, wow, das ist mir zu komplex. Genau. Hier sage ich dann einfach, oder ich stelle dann die Frage, was bringt mir dieses Wissen fürs aktuelle Leben? Was bringt es mir, dass ich mich glücklicher, besser fühle und vielleicht mich mehr in den Dienst stellen kann? Es macht wahnsinnig Spaß, sich mit hochspirituellen Konzepten, Philosophien auseinanderzusetzen. Das habe ich auch gemacht. Aber irgendwann muss das Ganze wieder runterkommen und es will gelebt werden. Dieser Körper ist hier, um das Ganze auch physisch zu erfahren und physisch auszudrücken. Und das ist dann einfach die Frage, was bringt es mir? Bringt es was, dann tust, bringt es dir nichts, dann komm lieber in den Körper und lebe. Genau. Das heißt, die Leute kommen zu dir, weil sie irgendwo vielleicht gerade ein Problem haben, in der Sackgasse stehen, sich nicht weiterentwickeln können oder vielleicht immer neue Perspektive suchen, wie man in Zukunft weitergeht. Wo steckt denn nach deiner Meinung nach unsere Zivilisation gerade fest? Sind sie noch auf diesem individuellen Weg, Erfahrungen zu sammeln oder gibt es diesen Gedankengang, wo man vorher gesagt hat, dass viele sagen, okay, wie kann ich das Kollektiv noch hier besser nach vorne bringen? Kommt das auch schon hoch? Wir stecken als Planet Erde, als Kollektiv an einem Wendepunkt, meiner Meinung nach. Ein großer Bewusstseinssprung, dieser Evolutionssprung, den du auch genannt hast, steht wirklich vor der Tür. Auch wenn man die alten vedischen Schriften konsultiert, die sprechen auch über diese Zeit, wo das jetzt geschieht, mit handfesten Prophezeiungen und so weiter.
Wo wir drinstecken, ist wirklich so diese Frage, wofür wir uns entscheiden, für die Angst. Und Angst würde dann bedeuten, wir bauen ein System, das mehr Kontrolle, mehr Sicherheit bedeutet. Sicherheit, vermeintliche Sicherheit. Ne? Vermeintliche Sicherheit, vermeintliche Kontrolle. Oder entscheiden wir uns für die Liebe. Das bedeutet dann Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Dann bin ich einfach der Verantwortliche von allem, was mir widerfährt. Ich kann dann niemandem mehr die Schuld projizieren und ich kann dem Vater Staat oder der Polizei oder irgendwelchen Sicherheitskräften oder der Medizin, der Pharmaindustrie nicht meine Berechtigung abgeben. Schaut für mich, baut ein System, das sicher ist. Schaut, dass ich gesund bleibe. Schaut, dass mir nichts geschieht. Das ist der Scheideweg, an dem wir stehen. Angst, was bedeutet, ich gebe eigentlich Macht ab, damit der für mich schaut, oder ich gehe in die Selbstverantwortung hinein? Das ist natürlich ein Prozess, der von Generation zu Generation wachsen muss. Ich glaube nicht, dass der über Nacht über Fingerschnipsen kommen wird, weil wir brauchen ja auch die Konzepte des Verständnisses über diese größere Realität, über die erweiterte Realität. Wir müssen verstehen, wie erst einmal das Leben nach dem Tod und diese anderen Bereiche natürlich auch erst einmal kennenlernen. Das war dafür, haben noch, aber ich glaube, der Einfluss wird immer weniger. Die ganzen Religionen hier sich unter den Nagel gerissen haben gesagt, wir haben hier die Deutungshoheit. Und jetzt muss man feststellen, nee, du hast nicht die Deutungshoheit, sondern jeder hat den gleichen Zugang. Ich brauche hier keinen Vermittler. Ich kann es selber. Und ich kann mir selber meine Weisheiten, meine Wahrheiten holen. Inwieweit ist für dich wichtig, bei der, sage ich mal, Psychohygiene oder tägliche Meditation oder diesen, sage ich mal, Samadhi-Zustand zu erreichen, sollen wir hier dran arbeiten, weil das war ja früher überhaupt kein Teil unserer Ausbildung. Das war bei mir, wenn wir erwachsen wurden, war nie irgendwo das Thema Meditation. Irgendwann in den 80er kam das Thema Yoga auf. Momentan ist der Trend, sage ich jetzt mal, der Jenseitskontakte, das ist jetzt das neue Yoga. Aber Meditation in dem Sinne, also östlichen Religionen und östlichen Kulturen schon, aber hier im Westlichen überhaupt nicht. Es kommt darauf an, lautet hier meine Antwort, was ich genau tue und was ich will. Wozu will ich auch meditieren? Wozu will ich Psychohygiene machen? Muss ich mich schützen? Das ist auch so diese Frage, die dann oft auch gestellt wird. Ich persönlich, ich meditiere nicht täglich, sondern so, wie ich es fühle, wie es mir gut tut. Und auch nicht irgendwie immer 30 Minuten. Das kann zwischen 10 Minuten und einer Stunde kann das alles sein. Und mir tut das gut, ich brauche das und ich habe auch wirklich diesen Samadhi-Zustand angestrebt, diesen zu erfahren, hatte auch meine 2-3 Samadhi-Erfahrungen machen können. Und Meditation sollte aber dann wirklich auch bedeuten, dass es rübergenommen werden kann in den Alltag, weil was bringt es dir, wenn du von den 24 Stunden, die ein Tag hat, 60 Stunden in der Meditation bist und 60 Minuten in der Meditation und 23 Stunden bist du völlig gestresst und völlig im Hamsterrad? Das bringt gar nichts. Also diese Ruhe und diese Erfahrungen, die man in der Meditation macht, dürfen und sollen in den Alltag mit einfließen. Ich denke, das ist aber dann auch ein Prozess, der dann laufen wird. Wenn ich hier andere Sachen erlebe, dann werden natürlich auch die Realität anders, die wird neu gestaltet. Eine Dame fragt hier, wieso meldet sich mein Geistführer nicht, wenn ich ihn rufe? Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man mit ihm spricht und welchen Zustand das man erreicht, um mit dem Geistführer zu sprechen, oder? Also so wie ich die geistige Welt erlebe, wenn man sie ruft, dann sind sie immer da. Es ist das Problem von meiner Wahrnehmung. Also dass ich als Medium, der jetzt den Geistführer gebeten hat zu kommen, dass ich ihn nicht wahrnehmen kann, weil ich noch an Vorstellungen klebe, weil ich noch in Konzepten drin bin, weil ich vielleicht zu wenig tief in der Meditation, in der Trance bin, um meine hellsinnliche Wahrnehmung offen zu halten. Also das hat was mit Training und mit Übung zu tun und auch mit der richtigen Technik. Und wirklich freimachen, wenn schon irgendwelche Bilder oder Vorstellungen da sind vom Geistführer oder irgendjemand schon mal gesagt hat, dieser und jenes Geistwesen ist bei dir, all diese Bilder wieder vergessen und bei Null beginnen. Okay. Ja, ich hoffe, wir konnten der Dame jetzt helfen oder den Herrn, der hier die Frage gestellt hat. Immer mehr wird diskutiert, oder das ist eigentlich schon so alt wie die Philosophie selber,
der Sinn des Lebens. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass tatsächlich einen Sinn beinhaltet, und zwar Erfahrungen zu sammeln, um dieses Bewusstsein zu erweitern, indem das Bewusstsein erkennt, was alles möglich ist, auch in anderen Realitäten. Oder? Ja. Wenn ich ein ganz niedriges Bewusstsein habe, habe ich natürlich wenig, ich sage mal, wenig Entwicklungs- oder wenig Handlungsmöglichkeiten. Je mehr Bewusstsein ich habe, desto mehr Spielraum habe ich zum Agieren und desto mehr erkenne ich, dass ich im Dienst der anderen meine Erfüllung bekomme. Genau. Ich sehe das so, wie ich vorhin zu Beginn erwähnt habe, dass das Durchbrechen der Reinkarnationskreise letztendlich das Ziel des Lebens ist. Also sprich, das Erlangen der Erleuchtung. Das heißt, wenn das Bewusstsein dann 100% im Dienst der anderen steht, 0 Ego-Prozent mehr drin ist, dann wird auch 100% an freier Wille erreicht. Dann sind keine Programme und Konditionierungen mehr, die mich halten. Und dann gehe ich zurück zu Gott, dann gehe ich zurück zur Quelle. Das ist eigentlich der Sinn jeden Lebens. Und da braucht es halt manchmal mehrere Inkarnationen, um das zu erreichen. Und ja, und mehrere Spielebenen und mehrere andere Realitäten noch, damit wir auch hier nochmal kennenlernen, was so passiert. Hast du denn noch eine Schlussbotschaft für unsere Zuseher? Also ich werde dann auch nochmal alles verlinken, deine Homepage und so weiter, damit ich die Zuseher auch finden und mehr erfahren können über dich. Aber vielleicht wäre ein gutes Schlusswort oder das Wort zum Mittwoch. Gut, okay. Ich möchte hier was sagen zur aktuellen Zeit, was wirklich wichtig ist. Das Bewusstsein von jedem einzelnen Menschen ist wichtig und ist entscheidend für den Transformationsprozess, der hier global läuft. Denn ich verstehe, oder die Wissenschaft ja auch versteht, das Bewusstsein auch als elektromagnetisches Feld. Und elektromagnetische Felder, wenn die sich berühren, in die Nähe kommen, beeinflussen sich immer gegenseitig. Das heißt, wenn mein Feld hoch ist, rein schwingt und ich andere Menschen treffe, dann beeinflusse ich deren Feld. Und das hat so einen Multiplikatoreffekt. Und gleichzeitig hat ja auch die Erde, das Erdmagnetfeld ist auch ein elektromagnetisches Feld. Also wenn wir als Menschen auch unser geistiges Feld erweitern, unser Bewusstsein erweitern, hat das auch wieder einen Effekt auf das elektromagnetische Feld der Erde und dadurch auch wieder einen Effekt auf die ganze Menschheit. Und so können wir einen Kaskadeneffekt erzielen und die neue Welt oder das goldene Zeitalter, was viele jetzt davon sprechen, erschaffen. Wunderbar. Das heißt, wir können tatsächlich etwas bewirken, auch wenn wir denken, wir wären zu klein. Aber wenn viele so denken, dann bewirkt man was. Jedes Bewusstsein zählt, genau. Ganz genau. Jedes Bewusstsein zählt. Danke dir, Andreas, und danke, liebe Zuseher. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Thema. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Heute, ich muss noch einen kleinen Tipp oder Hinweis. Morgen Abend kommt die Sarah Egger, auch sehr medial, die hat die Qualität und Sinnhaftigkeit des Lebens, wird so ein bisschen was erklären, vielleicht als Ergänzung zum heutigen. Und wer noch nicht angemeldet hat, am Freitag gibt es meinen Vortrag Illusion Tod und Phänomene, eigentlich der zweite Teil von dem Vortrag, wo es speziell um Wunder geht. Also bitte anmelden auf meiner Webseite nepomuk-meyer.de/Vorträge, dann findet ihr. Und ein paar Plätze haben wir noch frei und wie gesagt, es ist wieder ein richtiger So, also ich